Hallo Kartenfreunde und Football-Fans und Robert-Fans, also meine sozusagen. Spaß. Black Gold, machen wir heute auf. So. Na komm raus. So, der Rest ist Luft und Abfall. So, was habe ich gesagt, was kostet die Box? Und zwar Black Gold, was haben wir bezahlt? 139 Dollar. Ja, ihr müsst immer rechnen, Versand und also Versand nach Deutschland und Zollgebühren, ne, kommen nochmal 19% und 2%, 21% auf den Einkaufspreis plus Versandkosten dazu. Liegt mal bei 160 Euro ungefähr. 150, 160 Euro für die Box. Kauft ihr es im deutschen Onlinehandel, kriegt ihr die auch nicht billiger. Ja. Aber auch nicht unbedingt teurer. Also vielleicht, keine Ahnung, 10 Euro teurer oder so. So, wir haben Robert Brooks, numbered to 99. Autograph leider etwas verschmiert, verkratzt. Seht ihr es? Hier in dem Bereich. Schade ein bisschen. Aber eine schöne Karte. Ist ja sowieso eine richtig schöne Serie. Also, was sieht mein Äugelein? Und zwar ein Team Quartett. Quartett, Rookie, Tetrad Karte, so heißt es. Rookie, Tetrad. Marcus Mariota, Jameis Winston, freut mich. Garrett Grayson und Bryce Petty. Die bleibt in meiner Sammlung. Habe ich, glaube noch nicht. Schön, 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 schön. Gut, die freut mich. Also, dann haben wir eine auf 99 limitierte Lions Karte. Franchise Gold, und zwar mit Barry Sanders, Calvin Johnson, Matthew Stafford. Auch hier, entweder kann man es schlecht lesen oder ist es verkratzt, ich kann es euch nicht sagen. Für Lions Fans eine richtig coole Karte. Und ja, ein Monster. Teil numbered to 49, Le'Veon Bell. Mann, was ist denn? Ist das Silber oder was? Schau mal die Karte an. Geht in keinen Sammelordner rein. Riesending. Alles klar, also schöne Karte, falsches Team, falscher Spieler. Meine persönliche Meinung. Ein Steelers-Sammler freut sich. So, dann haben wir noch eine Rookie, Kevin White. Irgendwie ziehe ich immer diesen Kevin White. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gezogen habe bei anderen Boxen, aber jedes Mal ist Kevin White dabei. 199 Stück gibt es da. Ich habe jetzt nichts gegen den Spieler, aber wenn du den ständig ziehst und eigentlich nicht sammelst, na, dann nervt es dich irgendwann. So, zweites Pack. Wir haben Doriel Green Beckham, Tennessee Titans. 199 Stück gibt es davon. Autograph und Patch. Sizable Signatures heißt das Ganze. Ja, schöne Karte, kann man nichts sagen. Vom Design her sind die ja schon extravagant hier. Aber mit bedrucktem Karton hat das also nichts mehr zu tun. Da ist auf jeden Fall mehr Plastik als Karton mittlerweile bei den Serien. So, hier haben wir einen Golden Opportunity. Devonta Freeman und Tevin Coleman, Falcons. 199 Stück. So sind die alle so verkratzt, hey. Schade. Sollte nicht sein bei dem Preis.
So, wir haben eine Doriel Green Beckham Titans. Black Gold. Goldmine heißt das Ganze. Auf 25 limitiert. Und eine Monsterkarte mit 4-mal Cowboys. Tony Romo, Jason Witten, Joseph Randall und Des Bryant. Leider nicht so short-printed, wie ich am Anfang vermutet hatte. 149 Stück gibt es davon. Naja. Boah. Riesen Dinger. Ich weiß gar nicht, wie ich die richtig aufbewahren soll. Toploader habe ich auf jeden Fall nicht in der Größe. So, und dann gibt es als letzte Karte noch eine Julio Jones Base Card sozusagen, ne? Nummeriert auf 99 Stück. Das war's. Das kommt raus. Aus einer 160 Euro Box. Auch in meinem Fall wieder Einkaufspreis, werde ich niemals rausholen können aus den Karten. Muss schon froh sein, wenn ich die Hälfte kriege. Muss ich mal Mühe geben. Also, ich will ja nicht immer negativ sein, aber ich sage euch einfach die Wahrheit. Ich will diese Boxen jetzt hier nicht preisen, anpreisen oder was weiß ich. Kauft euch die, ja. Ihr seht, was rauskommt. Ihr könnt mehr Glück haben, ja. Andere haben mehr Glück wie ich. Ich bin da jetzt nicht so ein Glückspilz. Aber ich sage euch, was die Boxen kosten und ihr seht, was rauskommt. Ein Bild könnt ihr euch selber machen. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.